ich lese, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen im Abschnitt Neurodermitis und andere Ekzeme. Und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Diese werden in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Und es geht um örtlich betäubendes Mittel, äußerlich angewendet. Das ist grün geeignet bei Juckreiz. Ich lese vor. Örtlich betäubendes Mittel, in Klammern äußerlich. Polidocanol ist ein oberflächlich betäubendes Arzneimittel, das Schmerzen und Juckreiz im Rahmen eines Ekzems bei Neurodermitis oder auch bei Windpocken lindert. Polidocanol, grün, geeignet bei Juckreiz. Wichtig zu wissen. Für Schwangerschaft und Stillzeit, wenn Sie schwanger sind oder stillen und den Wirkstoff länger als eine Woche anwenden wollen, sollten Sie vorher Rücksprache mit Ihrem Arzt nehmen. Stillende Frauen dürfen die Substanzen zudem nicht an der Brust anwenden. So. Es geht weiter mit rückfettende Cremes und Salben. Und die sind grün, geeignet zur Pflege von nässenden oder rauen Hautstellen bei Ekzem oder Neurodermitis. Gut.